Hallo mal wieder, hier ist wieder SAS125 mit mir, dem Shiro. Alles klar, dann können wir wieder Multiplayer Deathmatches machen. Jawohl. Du darfst mal auch suchen, was für ein Drecksgelände ich mal, auf welchem Drecksgelände ich mich rumschlagen muss. Hier erstmal. Kleine Mine. Meine Mine heißt es, egal. Wähle eine Zahl zwischen 1 und 18. 3. 12. Und 15. Das kann ja heiter werden. Was war das? Mein Glas. Was hast du getrunken? Ja. Was? Du. Was Weiß hast du getrunken? Wie viele Inalias werden wohl diesmal fallen? Wer weiß. Dann los, lauf schneller, wir wollen kloppen. Zumindest ich will's. Fingernägel ist kaputt. Oh, okay. Der Afros. Auf einer gefährlichen Stage, die ich selber noch nie gespielt habe. Also während einer Aufnahme. Ja. Das liegt ja auch, aber das lag ja auch daran, dass es auch ziemlich gefährlich ist mit dem Wasser und so weiter. Ja. Aber nichts ist schlimmer als die Schicksalsschlucht oder dieses eine Teppichgaune. Das ist absolut kacke. Okay. Also ich persönlich kenne die Maps nicht. Ja, du hast ja auch das Spiel nicht. Du hast ja auch das Spiel nicht. Und in Worms 4 auf Worms Spots gibt es ja nur 12. Da kann man schon von selbst aus selbst sagen, was für ist. Ja. Das kann er wieder haben, die Bazooka. Frisst das erstmal. Sagst du was? Ah. Der einzige Gelbe ist gerade mal da, geht gleich mal planschen. Ja. Und wird die Meerjungfrau heiraten? Ne, Ariel. Genau. Hier gibt noch mal dieses olle Titel für diesen Drecks. Für diesen Drecksstatuen. Hab schon selbst vergessen. Lief ja mal auf Super RTL. So, es waren die Gelben, die mich abgeschossen haben. Die Schotten. Die werde ich verrotten, na los. Solange die Afros nicht auch was dagegen einzuwenden haben. Interessantes Hinfliegen. Ja. Aber sowas von interessant. Das war Afro-Power. Ja, Afro-Power. Das erinnert mich an eine One Piece-Folge, wenn ich diesen Begriff Afro-Power höre. Ja. Das war, wo die gegen irgendeinen Typen mit so einem Slogan gekämpft haben. Genau. Die Folge kennt ihr auch noch. Ich verschanze mich mal hinter diesem riesigen Goldhügel, was sowieso nicht sicher ist. Aber der kann gleich mal anpacken. Ja. Weil die Computerspieler sind immer so drauf vorprogrammiert, wenn zwei Würmer sich nebeneinander aufhalten, solange es keiner vom selben Team ist, dass sie automatisch dahin schießen. Ja.
zunächst gut punchen. Ja, das passiert, wenn man auf einer unebenen Ebene sich eben befindet und die Splitterbombe eben das erledigt. Jo. Ja, der hat diese Mine gesehen und rastet aus, obwohl die sie überhaupt nicht ausgelöst wird. Genau deswegen nehme ich keine Maps mit zu viel Wasser oder zu wenig Land. Weil nämlich sowas passiert. Ja. Ich kann momentan von Glück reden, dass überhaupt alle meine Würmer noch am Leben sind. Die Roten haben Pech. Ja, wahrscheinlich wird Skaden gleich genauso treffen. Ich kann in die Zukunft sehen, aber vielleicht wird dies auch nicht geschehen. Ich hoffe es. Ich kreuze die Finger dafür. Das ist das erste Mal, dass die nicht so stark auf mich losballern. Das ist so ziemlich eine Seltenheit. Ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Das liegt an der guten Map, die ich gewählt habe. Ja. Ich schmeiß mal eine Granate. Uno, dos, tres, cuatro. Nein. Ich versuch mal perfekt zu timen. Nee, das war wohl nichts. Inalia-Granate. Genau. Wenn meine Schwester hier wäre, sie würde mich sofort ohrfeigen wegen so einem Treffer. Wow. Ja, das kannst du wieder haben. Ist auch eine Taktik. Über einen die Plattform wegnehmen und dann fällt er direkt mal noch runter. Für Fallschaden. Da soll einer sagen, jetzt werde ich nicht massiv abgeschossen. Scheiße, Gegenteil. Ich habe eine Riesenfresse. Warte, machen die Afros jetzt. Genau, jetzt kommt wieder Afro-Power. Ja, der wird... Fast zwei direkte Schüsse. Einen hat es ja erwischt und den Deutschen gleich mit. Oh! Da oben befindet er sich. Splitter. Ich muss nur richtig mit der Kraft umgehen. Ich glaube, ich nehme die Gegner wirklich nicht ernst, deswegen. Sonst wären die schon längst alle hinüber. Ja. Auf dem Fels eine Hilfekiste. Oder nee, eine Unterstützungskiste. Ja, der kann gleich gekillt werden, der Underground. Der wird gleich verrecken. Ja. Der entfernt sich erstmal. Eine normale Mine. Aber gut Schaden gemacht. Don't mind it, Knight. Der Zusatz-Damage von der Mine ist es auch kein Wunder.
Da, vielleicht wird noch einer ausgelöst. Und das ist eine Blasmine. Tschüss, Normanden. Diese Minen sind immer die schlimmsten. Ja. Sie machen zwar kein Damage, aber dafür fliegst du meilenweit weg. Ja. Wen hätten wir denn diesmal zur Verfügung? Hast du nochmal mitgekriegt, wer? Ah, ich glaube, das war der eine Deutsche da, dieser Spinner. Boah, Drecks, Scheiß, ich hasse mich jetzt dafür. Ja, wieso ging das nicht vorher? Ich habe mit dem ersten Schuss voll verkackt. Ah, habe ich gesehen. Inalia-Schuss. Zieh mich nicht so runter. Oh. Ja, ganz knapp. Da kommt mir eine ganz miese Idee. Ich schieße die Kiste ab für extra Damage. Könnte man machen. Das wird dauern. Ja. Ich habe übrigens nie gewusst, dass jemand hat vorhin geschrieben, also der Geil auf Techno 1 heißt der, dass die Oma ein Raub-Item ist. Dass wenn du die Oma benutzt, es eine Waffe von dem Gegner. Vom Gegner klauen kann. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Ob das wirklich wahr ist, das werde ich irgendwann mal rausfinden. Ja. Ja, Karben sollte sowieso seinen Posten übernehmen. Ah! Das nehme ich. Achso, ja, ich wollte ja die Kiste ja abschießen, was soll's. Dann lasse ich die Oma hinlaufen. Genau. Lauf, Oma! Lauf, faules! Lauf! Und tschüss. Babylon erlernt Taucher. Woher kenne ich diesen Spruch bloß? Ach, der Marco vorher mit seinem Fliegenteil. Ah, wir sind nicht bei Pokémon. Es sei denn, ich hätte meine Würmer nach, was weiß ich, nach Zapladin benannt oder so. Wobei, ja, Zapladin ist eher so ein Aal, eher. Fallen hier irgendwelche Wurm-Pokémon ein? Orpi. Ach, ja, stimmt. Oh! Und wie ich weiß, kann Orpi auch nicht schwimmen. Deswegen passt das auch irgendwie. Hm. Fallen dir noch welche ein, außer Raupi und Hornliu? Baumpel. Aber ja, dann fehlt noch ein viertes. Na, da
Was sind sie am Flug? Dick, das ist kein Wurm, oder? Nein, das ist ein Maulwurf. Bloß bleibt es ein Rätsel, was wie es unten herum um ihn aussieht oder so. Ja. Ich versuche mal diesen Feuerfausttrick, den ich beim letzten Part mal gemacht habe. Das hast du ja momentan nicht mitgekriegt bei diesem. So. Naja, ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es haben wollte. Sonst wäre er meilenweit geflogen. Nein, das war eine ganz normale Feuerfaust. Twink. Holt sich flink einen Briten. Okay, der hat Prospect gefunden. Ja. Groß Damage war es aber nicht. Ne. Bei den Kühen, da hätte ich schon mehr Angst gehabt. Oh. Ja, der Stufer wird jetzt gleich Tschüss sagen. Ah, und der Afro-Typ lebt. Mit 10. Okay. Schrotwindezeit dann. Ja, der holt sich notfalls. Erste Hilfekiste. Ja. Oh Scheiße, jetzt habe ich Angst. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er jetzt gezogen hat. Er könnte eine heilige Handgranate oder Betonesel haben. Wow. Ja. Alter, was das für ein Riesenloch hinterlassen hat. Hätte Kame das getroffen, dann wäre er platt gewesen. Dann wäre er Mus. Ja. Würmer Mus. Das klingt nicht so lecker, wie es aussieht. Ja. Aber na schön. Hier, Dynamit. Damit ein Team mal weggeht. Das war's mit der Afro-Power. Ja. Alle meine vier Würmer leben. Noch. Ja, scheiße. Ja, wenn Most Wanted das überlebt... Boah. Da kriege ich schon leicht Panikattacken. Ja, ist denn das Wahnsinn? Warum geht er zu seinem anderen Kollegen hin, der gleich auch verrecken tut? Naja, wenn Underground schon mal hier ist. Gerade so zur Hälfte am Leggen. Oh,
bessere Idee. Nein, nein, ficken! Boah, ich konnte mich wenigstens abschlittern, um Fallschaden zu vermeiden. Ach du Freiliger. Das wäre nicht geil gewesen. Ich sollte in Zukunft solche Suizidversuche es sein lassen. Ja, der ist definitiv weg. Einziger Wurm übrig und ich habe noch vier Würmer. Ich habe noch vier Würmer. Ja. Dämon. Ja, shit. Da waren es nur drei. Ah, aber immerhin drei, das habe ich momentan noch nicht. Aber es wird irgendwann die Zeit kommen, an dem alle vier Würmer eine Partie überleben. Ja. Ja, Carbon schritt mir zu, der hat mir gerade einen Daumen hoch gezeigt. Boah, den wichse ich jetzt richtig zusammen. Der lebt noch, meine Güte. Aha. Ach, leck mich doch. Ja. Da denkt man, oh, mit allen vier Würmern überlebe ich. Da denkt man, nö, dann mit drei. Und. Jetzt sind es nur zwei. Ja. Boah, ich hasse dieses Karma, ey. Boah, jetzt. Jetzt bist du weg. Ja, fuck! Boah, ich hasse mein Leben. Ich hasse dieses Spiel. So ein Dreckskarma, das Spiel hasst mich jetzt dafür, weil ich jetzt total am nervös sein bin. Ja, jetzt ist gleich der dritte weg. Spitzenleistung. Super. Am besten jetzt einfach mit der Schuhe. Jemand sollte mir die Zähne raushauen, deswegen. Ich bin jetzt so am Ausrasten. Nein. Der wird jetzt fliegen, ey. Nein. Kein Bock mehr auf dich. Aber definitiv tschüss. Was für ein Abfuck! Wie scheiße kann ich denn bitte sein? Das ist ja noch schlimmer als um Inalia zu werden. Auf dem Niveau bin ich doch nicht. Und weiter runter auch nicht. Das soll sich verdammt nochmal bessern.